Ja, danke, Herr Bartels. Ich brauche mich aber keinem bedanken für die Einladung. Ich habe es sehr einfacher. Also Carsten Perker, mein Name, bin in diesem Jahr Präsident der AE und sonst hier der Ärztedirektor des Zentrums für Muskuloskeletale Chirurgie, also dieser berühmten Zusammenfügung von Orthopädie und Unfallchirurgie. Jetzt habe ich natürlich ein positives Thema mit einer negativen Unterzeile gekriegt. Die Frage, sind die hohen Fallzahlen AG alleine schon aussagefähig genug? Und das war der Ausgangspunkt, den haben wir heute schon ein paar Mal gehört. Warum müssen wir eigentlich was so spektakulär positiv in der Literatur bewertet ist, warum müssen wir das laufend überprüfen? Mein Blick auf Endoprothetik, vielleicht das als Starter für mich 2016. Ich finde es, mag im Alter liegen, zunehmend mental und körperlich anstrengend. Der Patientenanspruch wird dramatisch höher. Das wird immer relativ nivelliert. Das ist nicht mehr der Patientenanspruch von vor 10 Jahren. Die Haftungsprobleme nehmen erheblich zu, wenn das nicht genauso ist, wie man sich das vorstellt. Das Entgelt will ich nicht nochmal thematisieren. Wer da Komplikationen hat, hat natürlich ein Problem. Und wenn man sieht, wie attraktiv das in anderen Ländern ist, wir haben in Deutschland keine guten Zahlen, weil wir solche Fellowships nicht haben, dann sieht man auch, es ist ja nicht so, dass das alle machen wollen. Also der Trend ist zwar noch da, Orthopäde-Unfallchirurg zu werden, aber nun unbedingt Prothetik machen zu wollen, wird aus der USA, kann man das nicht bestätigen. Das ist das, was Holger eben auch schon gesagt hat. Das ist natürlich für mich der gleiche Aufhänger. Auch bei mir geht es um Qualität und bei mir ist auch die Frage, wie sieht es mit den Zahlen aus, wie sieht es mit der Qualität aus? Ich habe ein paar andere Bilder genommen, aber das gleicht sich natürlich immer wieder. Und das haben wir auch schon gehört. Im Moment sind wir relativ gleichbleibend und vielleicht ist der Anstieg an Knieprothetik tatsächlich auch ein Effekt dessen, dass man ja nun keine Arthroskopie mehr machen soll. Wenn eine Arthrose da ist, dann bleibt ja nur noch die Prothese, weil konservativ wird sie auch nicht bezahlt. Also ich bin gespannt, wie sich diese Entwicklung in den nächsten Jahren darstellt. Das ist das Problem, über das wir immer wieder sprechen. Das ist diese Grafik, die stimmt zwar nicht, aber die wird nicht mehr auszurotten sein. Das ist ein Nachteil des Internets. Die kommt immer wieder. Kaum, dass einer Klaus Peters korrigierte Graphen nimmt, die sind nicht so stark und nicht so aussagekräftig. Andere Länder haben das Problem auch. Der Anstieg in anderen Ländern ist sogar noch höher. Die USA haben als einziges relativ vernünftige Zahlen, auch wenn ich die Basis oftmals nicht verstehe, nachdem das kalkuliert wird. Aber die Grundaussage, dass natürlich die Ressourcen dafür, wenn wir das für jeden vorhalten wollen, dramatisch steigen werden und dass wir noch effizienter werden wollen oder müssen und dass wir dann auch längere Standzeiten brauchen und wahrscheinlich auch mehr ausgebildete Chirurgen, das ist heute nicht das Thema, das geht hier völlig unter, weil wenn ich immer effektiver bin, dann ist der Ruf nach Forschung in der Universität eigentlich schon heute wirklichkeitsfremd, weil die Zeit, die wir noch haben, die brauchen wir für die Ausbildung. Es ist nicht mehr machbar, nicht mit den Personalressourcen, die eine Universität, oder ich bin wahrscheinlich nicht mehr in der Lage, es umzusetzen. Also, es mag an mir liegen. Die Konsequenz ist klar, wenn die Operationen steigen, dann wird das eine natürlich, was dazu kommt, diese Zentren, ob wir jeden Moment ein bisschen schlechter gestellt sind, Karl, oder nicht, ich glaube, es wird diese Industrialisierung geben, wenn man sieht, wie die das in China umsetzen. Das ist da der Wartebereich von orthopädischen Poliklinik im People's Hospital, das sieht so ein bisschen mehr aus wie der Hauptbahnhof in Berlin, außer dass es ein bisschen besser organisiert ist, die sind also unwahrscheinliche Patientenmengen, die dort durchgeschleust werden, um dieses Ziel Endoprothetik zu erreichen. Und große Kliniken dort machen genauso viel Endoprothetik wie die Endoklinik bei uns. Und damit ist natürlich schon die zweite Frage ganz klar, wenn ich das alles machen will, größere Zahlen mit dem gleichen Geld, dann muss ich natürlich die Struktur und die Prozessqualität optimieren. Dazu hat Holger einiges gesagt. Aber irgendwo greift da natürlich jetzt auch die Endoprothetik ein. Denn das ist völlig klar. Im Moment ist Hüftendoprothetik für 25% der Menschen auf der Welt verfügbar. Das werden irgendwann, vielleicht werden es mal 100, aber lass es erst mal 50 werden, dann wird es natürlich bei begrenzt zur Verfügung stehenden Ressourcen natürlich die Frage sein, wie können wir das realisieren, wie kann man das vor allen Dingen sicher realisieren. Und Kosteneffizienz, das ist heute leider untergegangen, ich hatte es nur früher in der Pressekonferenz, wenn man sich das anguckt, was diese 7.500, die stimmen ja nur noch, wenn der Patient wirklich richtig krank ist. Sonst sind wir inzwischen unter den 6.000. Und wenn Sie die Preise sehen in China oder in Indien, die habe ich also aus dem Flyer, den kann ich jedem gerne geben. Da gibt es in Indien eine Discount-Klinik, die das anbietet. Flug muss man selber bezahlen und der Transport über den Lehmweg. Aber das geht schon. Dann kostet das deutlich mehr. Und in China kostet das Implantat ja fast schon so viel wie bei uns die Gesamtoperation. Also dann sollte man schon mal sagen, was ist machbar und ab wann begeben wir uns in keinem anderen Wirtschaft im Bereich würden wir das machen, denn in eine Gefahr. Denn diese Gefahr ist ja tatsächlich immer wieder, es ist ja nur toll, wenn was schlecht läuft und dann bist du nicht mehr bei der Operation des Jahrhunderts, sondern dann bist du der Boomer oder der Enemy of the State, passt auch ganz gut.
Und warum ist das so? Wir haben bei bestimmten Implantaten hohe Versagensraten. Und jetzt sind wir genau an dem Punkt, wir können bestimmte Dinge heute nicht zusagen. Und da bin ich bin immer ganz nervös, wenn ich sozusagen die Versagen von Metallimplantaten mit den, ich sag mal, verbrecherischen Dingen, die bei den Brustimplantaten passiert sind, gleich immer untereinander gestehen. Das eine ist komplett zugelassen mit allem, was auf dieser Welt an Testungen verfügbar ist. In den USA, in Großbritannien, jeder hat diese Metall-Metall-Paarung getestet und hat gesehen, funktioniert. Dass wir die Wechselwirkung von Biomechanik und Biologie nicht ausreichend verstehen, muss man sagen. Aber das ist ein anderes Problem und wir können es im Moment nicht sagen. Und wenn man sagt, wir können es vorher nicht ausreichend testen, dann ist die logische Konsequenz, wir brauchen einen Ausweg. Die Zahlen sind völlig zu Recht demonstriert worden. Solche Zahlen liefert nur ein Register, das sagt, Mensch, wir haben so viele neue Prothesen eingeführt, 2/3 waren genauso gut und 1/3 war schlechter als das, wir dafür haben. Das geht nur mit einem Register. Prothesenregister sind also eine exzellente Lösung. Jetzt bin ich ja nicht aufgefordert worden, darüber zu sprechen, warum das so gut ist, sondern warum sind die Limitierungen? Die Limitierungen sind, dass die Schlussfolgerungen oftmals extrem schwierig sind. Und das wird auch auf uns zukommen. Erste Aussage, die wir treffen können, wir können endlich wahrscheinlich Aussagen hier in Deutschland machen, weil wir sehr, sehr hohe Fallzahlen haben. Das EPRD ist für mich einzigartig, weil es im Moment das größte funktionierende Register der Welt ist. Herr Hai, mehr geht nicht für den Lebenslauf und Sie als Geschäftsführer. Also das ist tatsächlich was ganz Bedeutendes, was natürlich auch so, ja, machen wir mit, ist ja auch ganz gut, dass wir es haben. Das ist der aktuelle Stand, da will ich gar nicht näher drauf eingehen. Das wissen die meisten im Moment. Es kommen 20.000 Fälle pro Monat dazu. Das ist mehr als die meisten, also viele andere Kliniken im Jahr, viele andere Register im Jahr sammeln. Es sind unheimlich viele Kliniken dabei, 652 liefern Daten, die großen Kliniken weit überwiegend. Also, und die Entwicklung ist noch lange nicht vorbei. Es ist beeindruckend. Und das Nächste, was für mich einzigartig ist und was das Register so gut macht, das ist eben nicht die Erfindung von Ärzten, sondern hier haben sich im Vorfeld eigentlich schon, soll man sagen, verfeindete Gruppen, nein, das trifft es nicht, aber Gruppen mit unterschiedlichen Interessen zusammengesetzt und haben gesagt, wie kann sowas ausgehen, dass wir jeder unsere Interessen verwirklichen können und gleichzeitig aber die Interessen des anderen ausreichend berücksichtigt werden. Das ist aus meiner Sicht beeindruckend, das sieht man auch in dieser Struktur. Hier sind zwar immer Personen genannt, aber in jeder dieser Gruppen sind die Interessengruppen Krankenkassen, sind die Interessengruppen Ärzte, sind die Interessengruppen Industrie mit vertreten. Und Sie sehen, das ist inzwischen eine schon große und arbeitende Struktur. Das ist nicht mehr, da sitzen 3 Mann im Hinterstübchen und hin und wieder trifft sich eine größere Gruppe. Was ist das Problem oder was limitiert trotz der großen Zahl? Wir bewerten im Moment vor allem Lockerungsraten. Und diese Lockerungsraten, das würde natürlich heißen, dass möglicherweise Implantate, die eine sehr gute Funktion haben und gut benutzt werden können, vielleicht deshalb locker werden und schlechtere Ergebnisse haben als die Prothese, Knieprothese, mit der de facto nur das Sitzen im Sessel möglich war, die wird natürlich da nicht locker und möglicherweise nicht gewechselt. Also wir müssen nicht nur die Standdauer angucken, sondern auch die Funktionseinschränkung. Das Problem der Proms wurde genannt. Aber das ist natürlich ein Dokumentationsaufwand, das ist einer der nächsten Punkte, den kann man im Moment keinem zusätzlich zutrauen. Das zweite Problem ist, was ist die Benchmark? Ab wann, wir sollen ja warnen, wir sollen ja in Zukunft sagen, Mensch, das ist schlechter als das. Wenn man sich das weltweit anguckt, es gibt relativ viel Konsens, dass eine gute Hüfte nach 10 Jahren zu 95% noch funktionieren sollte. Beim Knie ist der Konsens schon nicht mehr klar identifizierbar. Die gute Hüfte, das kommt noch dazu, bezieht sich auf Primärprothesen. Ausgeschlossen Frakturen, ausgeschlossen Dysplasien, selbst Nekrosen sind zum Teil nicht dabei. Unikondyläre Prothesen wird es ganz, ganz dünn. Das ist eigentlich schon mehr sozusagen die Subsummation der wenigen Arbeiten, die es mit Langzeitdaten gibt, 85%. Und für bestimmte Indikationen haben wir überhaupt keine. Warum ist das so schwierig? Wir sollen ja warnen. Wir sollen ja warnen, dass ein Produkt nicht gut genug ist. Das sind die Anhaltspunkte, die wir haben. Und das ist die Entwicklung eines, wir sagen immer, Frühwarnsystems, auch wenn das Wort eigentlich nicht so gut ist, macht es natürlich unwahrscheinlich schwierig. Und dann kommt dazu, dann haben Sie solche Implantate. Dann sind Sie, gut, sehen wir alle, ich hoffe, ich habe die Firmen gleichmäßig verteilt. Das fällt mir ja immer wieder auf die Füße. Die sind alle irgendwo gebrochen. Aber es gibt natürlich zum Teil ein Implantatproblem, aber es gibt noch viel, viel häufiger ein biologisches Problem, warum an bestimmten Stellen diese Prothese einfach dauerhaft versagen musste, wenn die biologische Abstützung fehlt. Und dieses Wodurch ist unwahrscheinlich schwierig zu definieren. Gut, das Implantat, das wollen wir uns in Zukunft angucken. Die Prozess
den Prozess der Implantation. Dafür ist Holger verantwortlich. Da hat der ein Auge drauf. Da können wir bestimmte Dinge wie zum Beispiel Infektionsraten uns anschauen. Die Qualität des Operateurs ist aus meiner Sicht was, was zukünftige Register berücksichtigen müssen. Aber ich bin mir auch noch nicht klar, wie man das auswertet. Es kann nicht sein, dass der beste Operateur der ist, der mit der besten Standzeit. Dann wird jeder nur noch die Prothesen raussuchen, wo er dieses auch erreicht. Und alles das, was komplikationsbehaftet ist, entweder wird gar nicht mehr operiert oder dem Nachbarn überlassen. Also das wird schwierig. Und wie wir die Lernkurve des Operateurs werten sollen, und da sind ja junge Leute dabei, die müssen das lernen. Und zumindest die Zeit ist größer. Und es gibt ein paar Variablen, die scheinen in der Literatur zeitabhängig zu sein, wie die Infektrate. Das muss natürlich dann damit reingehen. Und dann kommt das Problem, jetzt haben wir eine Abweichung von unseren Funnelplots. Und jetzt die Frage, wer warnt denn und wer verantwortet, wenn diese Warnung falsch ist? Und das sind im Moment die Fragen, mit denen wir uns beschäftigen. Das wird nicht funktionieren, wenn es eine vom DGOOC getragene GmbH macht, die diese Warnung ausspricht. Wenn da eine Warnung falsch ist, dann gibt es weder die EBRD noch die DGOOC mehr. Dazu braucht es Zusammenarbeit, dazu braucht es Stellen, ich komme darauf noch zurück. Die Qualität hängt auch von der Dateneingabe ab und das ist eine weitere Herausforderung, die haben alle Register auf der Welt. Die haben sie aber umso mehr, wenn die Dateneingabe sozusagen fakultativ erfolgt am Ende des Arbeitstages. Da haben sich natürlich alle die, die wirklich was davon verstehen, längst aus dem OP-Saal gemacht und dann sitzt, Beispiel eigener Klinik, da kann man es mal besser machen, sitzt dann der Assistent, der es nicht weitergeben konnte, der sitzt dann da mit dem Stapel Papier und soll die jetzt nochmal einscannen. Das funktioniert so nicht. Also es muss auch die Datenqualität, und das ist auch eine Limitierung, die wir im Moment haben, die ist nicht schlechter als woanders. Aber da ist natürlich auch noch Luft nach oben und die wird nur besser werden, wenn es auch dafür ein zusätzliches Entgelt gibt, sonst wird es nicht funktionieren. Wir wissen zum Beispiel bestimmte Sachen, wenn ein Knieimplantat bei einer Hüfte eingescannt ist, okay, das ist einfach zu erkennen, da ist ein Fehler. Ob jetzt aber wirklich so oft aseptische Lockerung die Diagnose war oder ob vielleicht die Diagnostik, eine septische Infektion festzustellen, nicht gut genug war, das können wir nicht sagen. Das ist ein Punkt, über den sind wir uns eigentlich alle einig. Es wird erst richtig gut, wenn die Teilnahme verpflichtend ist. Sonst ist zumindest zu befürchten, dass ein Teil der Daten, die wir eigentlich gerne erfassen würden, dass wir die nicht sehen. In der Zusammenfassung, ich glaube an das große Potenzial dieses EBRDs. Ich glaube aber auch, dass ohne eine politische und eine finanzielle Unterstützung wird das Ganze nicht zu heben sein. Das wird nur dann richtig definitiv gut gehen, wenn wir das haben. Und finanziell heißt, die Kosten des EBRD und die Eingabekosten müssen getragen werden. Die Kosten der Auswertung, die haben wir, glaube ich, im Moment in einem relativ sinnvollen Rahmen gemeinsam geschultert. Und da besteht ja auch der Wille des BMGs, noch nicht schriftlich, aber zumindest mündlich, dies weiterzutragen. Dann müssen wir die Verantwortlichkeiten definieren. Wer ist verantwortlich? Das ist in Deutschland nicht ganz klar. Wir haben früher mal gesagt, BfArM. Das sieht im Moment nicht danach aus. BfArM bei uns ein angenehmer Partner, ist das falsch? Aber Sie haben ja die verschiedenen IQs gehört, die es gibt, die durchaus in Frage kommen, auch Ansprechpartner zu sein. Und die große Fallzahl, die hilft aber natürlich nicht sofort. Und das Problem, was wir haben, wir werden nicht nur auf die Implantatzahl gucken. Das ist das, was diese Folie zeigen soll. Wir haben, wenn wir bestimmte Prothesengruppen angucken, Knieprothesen, dann ist natürlich die Lockerungsrate gerade in den ersten Jahren hoch. Und das ist natürlich nicht nur, Das ist natürlich nicht nur Folge davon, dass das Implantat nicht gut ist. Das Implantat hat damit sehr wenig zu tun. Wir werden uns auf eine Betrachtung auch der Krankenhaus- und der Operateursebene begeben müssen. Sonst wird das nicht gut. Und ich erwarte, und das sehen wir jetzt bei den wenigen Dingen, wo wir das schon dürfen, dramatische Unterschiede zwischen den Kliniken. Und die Gefahr, das ist das, was wir vermeiden müssen, das ist meine letzte Folie. Wir lieben so sehr die einfachen Schlussfolgerungen, die einfachen Aussagen und die Politik liebt das noch mehr. Wenn wir uns in diese Richtung begeben, dann werden wir ganz einfach zu implantierende Prothesen, weil dann fallen die ganzen Implantationsfehler weg, die möglichst lange halten mit einer durchschnittlichen Funktion und wir werden Innovation definitiv beenden und das kann nicht das Ziel dieser Aktion sein. Herzlichen Dank.